Das fand ich Real Talk interessant. Für 220.000 Euro in die vierte Liga wechseln. Saudi-Arabiens Experiment. Niemals hat der 220.000 Euro bekommen, um in diese Arabien-Liga zu wechseln, oder? Niemals. 20.000 Euro pro Jahr soll man in Saudi-Arabiens vierter Liga verdienen. Eine Liga, wo jeder Hobbyfußballer mithalten kann. Und deswegen dachte ich, ich bewerbe mich mal. Vielleicht bekomme ich ja ein Angebot. Nee! Nee, 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 nee. Stopp. Ja, ein Angebot. Und das kam tatsächlich. Was? Chat, ich geh auch! Ich geh auch! Vor 3 Monaten habe ich mich also über den saudi-arabischen Fußball genauer informiert. Es gab viele Zeitungen. Oh mein, sein Akzent wird mich schon triggern. Ich weiß jetzt schon das ganze Video lang. Die von diesen hohen Löhnen berichteten und einige schrieben sogar, man bekomme noch ein Haus und ein Auto. Und wir sprechen nach wie vor von der vierten Liga Saudi-Arabiens, der Third Division oder der zweitschlechtesten des Landes. Das war. Fourth Division, Frauenlevel, in Klammern Spaß. Bruder, der traut sich aber was! Der traut sich aber was! Profifußballer zu werden. Das erste, was ich gemacht habe, war ein Bewerbungsvideo aufzunehmen, das ich dann allen Clubs zuschicken wollte. Und das kam dabei. Er hat nicht ernsthaft Bewerbungsvideo auf einem Schulsportplatz gemacht, oder? Heraus. So, yeah, that's me. Warum schreibt jeder neue Kamera? Das ist keine neue Kamera, das ist einfach nur das Licht. Hä, als ob dieses Scheißlicht so krass viel schlechter war. Als ob das so viel ändert. Heftig. Das war nur ein Licht. Okay, ich zeige euch jetzt das alte Licht. Okay, es ist noch angesteckt, aber ihr könnt es... Das hier war das alte Licht, Chat. Das habe ich immer... Das war so das günstigste bei Amazon. Jetzt das neue Licht ist halt das hier von Elgato. Das seht ihr nicht, weil das... Da, seht ihr? Seht ihr so ein bisschen? Da ist das neue Licht. Als ob das so viel ändert. Heftig. Krass. Ja, W, nice. Man sieht halt 10-mal klarer. Krass! Mir wäre das niemals aufgefallen vorher. Okay. Ich, I'm Ion. Erion, danke schön für die Zap im ersten. 190 tall, 87 kilos, imperfect. Das Video ging natürlich noch ein bisschen länger. Ich zeige euch dann aber das volle Bewerbungsvideo, bei welchem es dann auch tatsächlich geklappt hat. Denn bei diesem hier gab es ein paar Hindernisse. Und zwar... Ja, ich sag dir ehrlich, beim anderen ist auch viel besser, das auf dem Fußballplatz zu drehen. Wollte ich es ja den Third Division Clubs zuschicken. Allerdings sind diese Clubs so klein, die haben weder eine Webseite, geschweige denn Instagram. Und was? Dritte Liga Saudi-Arabien hat nicht mal Instagram? Was redest du? Und es gab somit überhaupt keine Möglichkeit, diese Clubs irgendwie zu kontaktieren. Also versuchte ich mein Glück einfach eine Liga höher bei Second Division Clubs, denn diese fand ich tatsächlich auf Instagram und mit so durchschnittlich 400 Follower war die schon... Was? Zweite Liga Club Saudi-Arabien haben nur 200 Follower? Was? Das ist eigentlich relativ hoch, dass mir irgendjemand antwortet. Und ich dachte mir, wenn der Lohn in der Third Division schon 200.000 Euro ist, dann wie hoch wird der wohl sein bei der Second Division? Die paar wenigen, die ich kontaktiert gehabt hatte, hatten mir nicht zurückgeschrieben. Aber ich habe ja noch viel mehr Teams, die ich noch kontaktieren kann. Das mache ich allerdings mit einem neuen Video, denn das alte gefällt mir nicht mehr. Das kann ich fußballerisch, aber auch videomäßig besser hinkriegen. Also ging es wieder auf den Fußballplatz und dieses Mal wollte ich von Anfang an direkt groß aufspielen und hatte diese Szene dann auch relativ schnell im Kasten. Doch ich wollte die Tricks mit einem Volley-Tor kombinieren. Doch ich habe mich gnadenlos überschätzt. Ich habe jeden Ball komplett ver... Ja, aber als ob ein Fußball, eine Fußballmannschaft das fühlt, wenn jemand ein Bewerbungsvideo mit Skills einfach nur macht. Also ich als Mannschaft oder als Sportdirektor oder so, mich würde das gar nicht jucken. So, es geht ja viel mehr um, wie lange, was für eine Ausdauer hast du, wie schnell kannst du sprinten, Technik und so, ist ja auch ist so ein kleiner Teil safe, aber viel zu klein, um nur von so einem Video zu sagen, ey, komm in unsere Mannschaft. Hauen, nicht annähernd die Kamera getroffen, denn das wäre eigentlich das Ziel gewesen, denn dies hätte eine brutale Aufnahme gegeben. Aber ich habe nicht mal das Tor getroffen. Und dann dachte ich halt, mache ich den einfach normal rein, nicht als Volley. Das wird schon klappen in so 10-15 Versuchen.
Nein, Bro. Er ist einfach kacke. Hä? Nein, das kann nicht sein. Er ist einfach schlecht. Keine Ahnung, ob der Profisport was ist für mich. Meine Leiste hat komplett zugemacht. Mein linker Fuß schmerzt. Seitenstechen. Und ich habe noch nicht mal getroffen. Hä? Als ob er ernsthaft nie getroffen hat. So, noch ein verdammter letzter Versuch. Bruder, ich schwöre auf alles, das sah so aus, als würde ein Kreisliga-Vater mit Bierbauch gerade nochmal den Ball ins Tor schießen. Und dass er sich dann auch noch so krass freut, ist nicht gut fürs Bewerbungsvideo, Bro. Als ob da irgendeine Mannschaft sagt, den wollen wir. Aber bitte, ich will nicht haten. Ich will nicht haten, das kann doch gar nicht sein. Wieder nicht. Das sah viel besser aus in echt wie auf... Achso, er wollte die Kamera treffen. Die Kamera. Ich muss die treffen, sonst wird's nichts. An diesem Punkt war ich kurz vor dem Aufgeben. Nach jedem Schuss Schmerzen... Er hat nicht getroffen im Sinne von, er hat die Kamera nie getroffen. Meine Leiste ist so stark, dass ich eigentlich hätte aufhören müssen. Ich wollte mir aber einfach nicht eingestehen, dass ich wirklich so schlecht wurde. Und gleichzeitig wollte ich einfach diese verdammte Pisseraufnahme hinkriegen. Bin im Arsch. Kann kaum mehr schießen. Und es hat einfach immer noch nicht geklappt. Ja, diese Aufnahme, die wurde nichts und das brachte mich wieder auf den Boden der Realität zurück, dass ich womöglich nie Fußballprofi werden kann aufgrund von meinem sehr verletzungsanfälligen Körper, aber auch wegen meinem Niveau, auch wenn es nur um die vierte Liga in Saudi-Arabien geht. Aber ja. Ey, Marzahn, danke schön für den Resub im zweiten und Play. Danke schön für deinen ersten Prime Sub. Ja, ich wollte trotzdem das Video dann noch den restlichen Second Division Clubs zuschicken und dieses kam dann halt so raus. Would be cool to hear back from you. Thank you very much. Ey, nein, Bro. Ich will ihn nicht haten, ne? Ich will ihn nicht haten. Auf Ernst, ich hätte ein besseres Video hinbekommen. Auf Ernst. Aber ist ja nichts Schlimmes. Es macht es jetzt noch viel interessanter, weil er scheint nicht mal so krasser Fußballer zu sein. Auch wenn er körperlich... Also körperlich sieht er super aus, ne? Er sieht so vom Körper, Athletik her genau aus, wie ein Fußballprofi eigentlich aussehen sollte. Halt sehr groß. Aber das macht es jetzt noch interessanter. Wenn er es jetzt trotzdem schafft, zu einem Verein zu kommen, das wäre heftig, Chat. Ich habe eine Nachricht bekommen. Beruhig dich, er hat 14.000 Abos. Was hat Fußball... was für eine Aussage? Ich rede doch von seinem Fußball. Unfortunately, the auditions have been closed. We look forward to seeing you next season. Was? Die wollen ihn für nächste Saison? Das stimmt mich sehr positiv, dass es tatsächlich Auditions, also Probetrainings gibt für diese Clubs. Und ich bin mich ja für eine Liga zu hoch momentan am Bewerben, da ich ja die Kontaktdaten der tieferen Liga einfach nicht gefunden habe. Jetzt bin ich mal gespannt, was daraus wird. Ein weiterer Club hat sich leider nicht mehr gemeldet, deswegen suchte ich wieder nach einer Möglichkeit, Third Division Miklo, danke schön für den Prime Sub, die auch so einen halben Invaliden wie mich unter Vertrag nehmen würden. Und dann fand ich Sohail. What's going on, guys? We're back. Sohail Wararam ist ein österreichisch-iranischer Fußballspieler, der sein Glück in Dubai versucht hatte. Er spielte bei Gulf United, einem Club, der vom Trainer von Manchester United 2019 gegründet wurde. Und letzte Saison stiegen sie von der Second Division in die First Division der Vereinigten Arabischen Emiraten auf. Doch dann wurde ihm Folgendes mitgeteilt. I know you've worked incredibly hard. It's been a long and hard working journey.
Und auf diesen harten Rückschlag hat er folgendermaßen reagiert. Day one of building a pro football club. Today is just us, but in 365 days we're gonna do it this video and have a whole team around us. Das ist nicht nur sehr interessant zu verfolgen, sondern hier sah ich auch meine Chance. Heftig, Digga. Golf United einfach. Von Manchester United Trainern gegründet worden. Welche Manchester United Trainer? Aber krass, der ist in die erste Division aufgestiegen als YouTuber. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Weswegen ich ihn auch kontaktiert habe, in der Hoffnung, dass ich eventuell mir einen Spot in seinem neuen Team ergattern könnte und andererseits auch wegen seinen Connections. So I talked with some of my contacts in Saudi Arabia and they said those headlines you're seeing $3,000 to $4,000 a week contract, which is $200,000 a year. It is valid. So hey. Was? Ich dachte jetzt, er sagt, das stimmt nicht. Er hat also nicht nur die Kontakte, die bis in die Third Division von Saudi-Arabien reichten, sondern er konnte auch bestätigen, dass die Zeitungsartikel wirklich gestimmt hatten. Es gab da aber leider noch einen kleinen Haken. So again, in the Third Division, yes, it's valid. You do have those crazy contracts being offered, but it's only for a select few individuals, which means you are now competing with hundreds of thousands of amateurs and professionals across the world who want those contracts. Die Chance, so einen Vertrag zu bekommen, ist also relativ klein. Das war mir aber völlig egal, denn schlussendlich entscheidet sich dies auf dem Platz und nicht in der Theorie. Aha, selbstbewusst. Auf dem Platz wird entschieden, wer den Vertrag bekommt, Chat. Aha, okay. Übrigens, Sohail hatte mir nie geantwortet, weswegen ich dann wieder vor dem ursprünglichen Problem stand, wie kontaktiere ich die Third Division Clubs? Und jetzt gab es nur noch eine einzige Lösung. Suche jetzt einfach die Trainingsplätze der Third Division Clubs und einige habe ich bereits gefunden und dann könnte ich theoretisch einfach dorthin gehen und sagen, ich trainiere jetzt heute mit den Kommandanten. Die werden doch nur schon aus Anstand nicht sagen, nein, das geht nicht, weil ich von so weit dorthin hergekommen bin und schlussendlich sind das ja auch keine Profis. Und dann müsste... Krass! W's in den Chat. Er ist ein kleiner YouTuber, der einfach für seine YouTube-Idee und generell diese Idee, die er im Kopf hatte, sich gesagt hat, ey, weißt du was? Ich kann die zwar nicht kontaktieren, ich gehe da komplettes Risiko mit ein, aber ich fliege einfach nach Saudi-Arabien und frage einfach dort vor Ort, kann ich mittrainieren? Ich bin aus Deutschland gekommen. Bruder, stellt euch mal vor, die würden Nein sagen. Ich halt einfach in diesem Training alles geben und alles zeigen, was ich kann. Und wer weiß, vielleicht wird mir dann ein 200.000-Euro-Vertrag angeboten. Ach, das Bild war fake. Oh mein Gott, Digga, ich dachte, das wäre echt. Ich kann das Bild mit Maris nicht mal. Da gibt's aber noch ein sehr großes... Ja, ich bin so leicht zu verarschen, Chat. Also das Hindernis. Und zwar habe ich in beiden Füßen beide Bänder gerissen und mein rechtes Innenband ist auch nicht gerade in Topform. Und die Vernunft, die setzt halt erst ein, wenn es hart auf hart kommt und die sagt, dass ich definitiv nicht geeignet bin für Profifußball. Aber scheiß auf die Vernunft. Ich habe gerade einfach nochmals eine Nachricht von diesem Second Division Club bekommen und dieses Mal... We actually would like to invite you personally to our audition. As said, we don't know the dates yet, but we will inform you. Can you please send us over your personal details? Ist es eine Was? Digga, ich will gar nicht wissen, wie viele Anfragen dieser Verein nach diesem Video bekommen hat, Chat. Amateure aus ganz Deutschland, Österreich, Schweiz, Digga, werden diesen Verein kontaktiert haben. Ich sag euch, und da werden locker 5% auch sehr, sehr krasse Spieler mit dabei gewesen sein. Richtige Einladung. Ich würde mal sagen, Al-Tukba, wir sehen uns im Probetraining. Nein! Ach so! Das Jahr. Ah, der hat halt. Digga! Der hat gar nicht mal so schlechte Thumbnails und so, ne? Aber gar kaum Aufrufe. Und jetzt einfach ein Video komplett steil gegangen bei ihm. Sei ihm auf jeden Fall gegönnt. Guck, das harte Arbeit, Chat. Seht ihr das? Alter. Guck mal, wie lange. Guckt euch das an, Chat. Diese ganzen Videos, die er gemacht hat, das sind alles super aufwendige Videos. Er hat die alle gemacht, nichts ist passiert. Er hat durchgehend Videos gemacht. Nichts ist passiert, Digga.
es hätten so viele Leute schon aufgegeben. Und dann kommt hier ein Video, Digga, 500.000 Aufrufe. Ich muss sagen, ich kann mir das selbst nicht ganz erklären, ne? Wie er in 4 Tagen so viele Aufrufe machen konnte, wenn er, das sei ihm auf jeden Fall gegönnt, wenn er sonst nach 2 Monaten 1.000 macht. Alter, aber das Video war auch gut. Das Thumbnail könnte man sogar noch ein bisschen besser machen. Die war sehr gut. W's.